Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier im Item Enemy und Boss Randomizer von Sekiro. Wir sind endlich angekommen im Palast der Urquelle. Was hier auf der Brücke passiert ist in der letzten Episode, darüber sprechen wir nicht. Wir machen weiter. Wir schauen nach vorn. So ein wundervolles Gebiet. Und man kann es jetzt auch durch den Randomizer ein bisschen entspannter genießen und erkunden, vor allen Dingen den See da vorne, weil da vorne auf diesem Baumast-Gedöns, da wo mein Haarbuschel ist, steht ja normalerweise der Blitzball-Typ, aber der ist ja, der ist ja woanders schon gewesen und da steht jetzt ein anderer Miniboss und das heißt, wir können ohne Gewitterbeschuss den See betauchen und dort jede Menge Zeug einsammeln. Aber erstmal hier die kleinen Tempelanlagen. Keine Flötenspieler. Beruhigungsmittel. Ja, das brauche ich jetzt. Ja, vieles ist nicht mehr im Spiel, ne? Ja, wobei, also Palast der Urquelle, ne? Dann kommt der dritte Akt des Ashina-Umlands und der Ashina-Burg. Doggo. Sind wir immer sehr aufmerksam. Ist hier nicht normalerweise auch... Ah, hier ist sie. Eine Heuschrecke. Also auffallend ruhig und harmonisch im Vergleich zu dem Krach der letzten Episode. Auch mal angenehm. Aber da hinten wird dann auch gleich schon der erste nächste Miniboss warten. Also der Sakura-Bulle, der da hinten patrouilliert. Richtig eingeholt. So. Ey, du gehörst hier halbwegs hin. Kügelchen. Sonst klettern wir gleich aufs Dach hoch, aber ich... Das ist so lustig, weil ich lache. Da hinten immer lauf, aber da gibt's nichts. Ich werde mich jetzt dazu entschließen zu sagen, da gibt's nichts. Okay. Genau diese Art von Bogenschützen sind hier normalerweise heimisch. Ich glaube, ich habe alles, was da drüben angeht. So, ein Stockwerk höher. Da hat das Backstab nicht funktioniert. Wahrscheinlich wegen dem Höhenunterschied. Hier ging's. Oh. Uhaha. Okay, dann ist das hier safe. Dann können wir das hier holen. Oh, verhüllte Jesus-Statue. Nice. Okay, dann da auf das Dach drüben. Das Mäuerchen. Genau. Adamantitschrott. Oh, wow, wow. Dickes Geschütz. Den überraschen wir von hinten. Es sei denn, er läuft eine ganz merkwürdige Route. Das ist ja lustig, ey. Ey, nicht schießen. Treten. Ihr seid ein super Combo, wisst ihr das?
siehst unter den Helmen nichts. Schlimm, die Burschen. Keramiksplitter, Mio-Ballon des Reichtums. Und dann ist hier hinter der Mauer oder ist es weiter vorne? Nee. Aber hier haben wir, glaube ich, Schatzkarpfen. Wobei den ganzen See, den mache ich erst, wenn ich da vorne den Ort der Gnade aktiviert habe, bei der Brücke. Jetzt gehen wir erstmal ins Gebäude rein, zu den ganzen Doggos. Den Schuss gesehen, wie viel das abgezogen hat. Ich dachte, das reicht noch locker. Schwerer Geldbeutel. Hey, überall sind diese Attentäter-Typen. Okay, ja, hier. Oh, da ist ein Grappy Boy verschwunden. Ja, gerade gesehen. Cricket. Ja, eben. Musste den unbedingt noch hier mit der Mortal Blade. Oh, Taro Kaki. Ich kann sie nicht jetzt. Oh, hi. Da ist noch irgendwas im Wasser. Nee, oder? Gut, dann haben wir das. Erste Buddha-Statue. Hektische Musik deaktivieren. Wobei es gleich wieder losgeht. Kügelchen. Adamantitschrott. Aha. Doch noch ein Flötenspieler übrig geblieben hier. Keramiksplitter. Wow. Der Purple Ninja ist einfach mal so salopp hier durch die Wand durch. Der wird mich jetzt doch bestimmt beim Sakura-Bullen nerven. Wobei der hier ist. Oh. Eine Echse und eine... Hui. Vollschrecke gehen auf Wanderschaft. Aha. Läuft ja eigentlich ganz gut.
Es ist extrem chaotisch durcheinander gewürfelt, was hier so kreucht und fleucht. So komisch, dass es hier oben nichts gibt. Du warst nicht gerade rüde unterbrechen im Gespräch mit der alten Dame. Unhöflich. Sehr unhöflich. Na klar. Gut, dann den hinteren Teil, wenn es nicht ganz easy ist. Elegant um den Kopf herumgesprungen. Ich wollte sie jetzt eigentlich damit betäuben. Das ist hier auf den Allerwertesten. Genau. Springe. komm. So. Gelbes Schießpulver. Gachins Geiststurz. Nice. Eisenschrott. Und etwas, was nicht jetzt wäre, Geldbeutel. Ich habe übrigens immer noch nicht dieses Palastwasser gefunden, was man diesem Typen im Mibu-Dorf ganz oben bringen muss. Okay, so. Also, nochmal. Regeln würde das hier normalerweise nicht. So, genau. Ich aktiviere kurz die Buddha-Statue und dann geht's noch in die Hütte rein. Ja, komplett verpennt. Adamantitschrott. Kohle. Und? Mibu-Ballon des Reichtums. Öl. Wir haben hier, glaube ich, jetzt... Oh, hi. Alles. Denke, ja, jetzt müssen wir noch aufs Dach. Bogenschützen runterholen. Beruhigungsmittel. Und hinter die Mauer. Mal kurz gucken. Da war doch auch noch was. Ich hätte schwören können. Sushi. Was auf der Seite an der Mauer irgendwo? Ist das ganz am Anfang?
Total Confusion. Ach, ihr seid alle wieder da, deswegen. Ist echt so toll gebaut auch. Und konstruiert, der Level, wie man ihn erkundet und immer weiter nach oben kommt. Super gemacht. Okay. Dann... stopp. Ja, aufs Dach. Dann hole ich hier noch kurz. Da liegt doch auch noch was. Ja. Leichter Geldbeutel. Boah. Ein super Sniper hier auf dem Dach. Der passt aber auch gut hier ins Bild. Prügelmönch. Und ein Torch Hollow. Gut, der ist da unten. Meine alten Freunde. Beruhigungsmittel. Ach komm, ich dachte, er sei schon längst fertig. Jetzt aber Beruhigungsmittel. Hängt da irgendwie hinten an der Mauer fest. Das finde ich gut. Hey, die Bewegung war schon zu Ende. Rude. Okay, ups. Nochmal. Oh, andersrum. Das wird jetzt ein bisschen kritisch, glaube ich. Beruhigungsmittel. Gehen auf Nummer sicher. Oh. Ja, das hat mich gerade fast getötet. Oder das hat mich getötet. Wie da immer noch hinten raus einer kommt. Das sind so fiese Moves, ey. Ashinasake. Ein bisschen mehr Hitpoints. Sakura-Tropfen. Gachins Konfekt. Handvoll Asche. And that's it. Das mit der Erinnerung trifft sich gut. Die können wir jetzt hier gleich anwenden. Und noch eine.
Zweimal mehr Kampfkraft. Sehr gut. Für den nächsten Kopflosen, der da unten wartet. So, Angriffskraft verbessern. Bandschirmaffen. Und Dämon des Hasses. Gut. Karpfen. Mein Gott, mir das Herz in die Hose gerutscht das erste Mal. Das habe ich echt nicht kommen sehen. Jetzt gibt es einen kleinen Tauchkurs. Affenschnaps. Zeremonientanto. Geisterembleme gegen Leben. Gibt es normalerweise von dem Shichimen. Verlies. Noch eine Jisu-Statue. Wie viele gibt's denn? Naja, haut nur ab. Ihr kommt wieder. Du hast mich gebremst. Guck nicht so irre. Blöder Fisch. Ich bin hier ganz offenbart. Den habe ich. Weil wir kommen ja jetzt hier demnächst eh zum nächsten Karpfenhändler. Deswegen wäre es gar nicht schlecht, hier noch alle abzugrasen. Das sind ja echt so 3, 4, 4, 5 von diesen Schatzkarpfen hier im See. Ne, andersrum, in die Richtung. So. Je nachdem, in welche Richtung er guckt und spawnt. What? Was war denn das? So lang. Okay, wow. Schwarzes Schießpulver. Viel Upgrade-Material. Bettwachsklumpen. In diesem tiefen Bereich gibt es jetzt nichts mehr, ne? Doch, natürlich, klar. Da unten ist der Kopflose, das ganz Tiefe. Mal sehen, ob ich den... geht. Ei. Du da unten, ey. Gehen wir dich mal zuerst an. Ich war gerade aus der Animation raus. Hey, hör auf, mich zu befeuern. Mist. Also damit hat From Software echt die absoluten Horrorgestalten in dieses Spiel gebaut. Ganz schlimm. So. Beschleunigen wir die Sache ein bisschen.
So, dann verschwindet der andere nämlich auch. Das ist immer das Risikoreiche an dem Kampf. Wenn man sich auf den echten konzentriert, hat man zwar das Pech, von beiden beschossen zu werden, aber man muss nicht beide bekämpfen. Magnetitschrott. Akkos Konfekt. Und Kügelchen. Gut. Der Schatzkarpfen. Da. Ich will den markieren, aber es geht noch nicht. Nicht. Warum hat er jetzt die. Der hat den demarkiert und die anderen angewählt, ohne dass ich was gedrückt habe. Schweinerei. Der Fisch, der ist wirklich slippery heute. Oh, da warst du. Okay, kümmere ich mich jetzt erstmal um deine gefakten Kollegen. Ein Triple Kill. Ich krieg den heute nicht hin. Das ist Wahnsinn. Der flutscht mir immer wieder durch die Finger. So. Was lange währt. Da erstmal lang. Da unten ist nichts drin, doch. Hi, Fischi. Wrong side. Oishi. So. Beruhigungsmittel. Bald bin ich kein guter Fischer. Wo taucht denn der andere wieder auf? Da. So. Nein, du siehst mich nicht. Oh, viel besser. Dann haben wir hier Öl, Aalleber und Magnetitschrott. Gehen wir noch nicht. Nachtschwalbenfernrohr. Kurz double checken, dass ich hier auch ja nichts übersehe. So, dann ist da unter den Säulen ist auch da, genau, das ist noch ein Fischi. Also ruhig das Interesse wieder verlieren. Bleibst du da?
Ey, das war jetzt sehr, sehr, sehr unklug. Gut, dann holen wir kurz das hier ab, dass der wieder auftaucht. Roter Klumpen. Ha! Surprise! Schatzgabenschuppe. So. Okay, und dann war doch bei dem Gebäude da vorne. Also da drin ist nichts. Hier sind nur Sushi-Fische. Da ist noch einer. Da sind noch zwei. Wow. So viele, echt? Ich sag vorhin 3, 4, 4, 5. Das sind eher 5, 6. Ja, da muss man ein bisschen geduldig sein. So, du hast da unten auch Gras. Das ist gut. Dann kriegen wir dich vielleicht von hier. Okay, dann kriegen wir dich vielleicht von hier. Dein Spawnpunkt war mir nicht ganz bewusst. Wie kann man sich maximal dämlich anstellen beim Fischen und filetieren? Daniel? Ja. So, das müsste jetzt aber alles gewesen sein. Okay, ja. I guess so. Und wenn nicht, seid ihr ja garantiert wieder extrem gewissenhaft, um mir zu sagen, das hast du übersehen, das hast du vergessen und hier liegt auch noch was. Und dann sage ich, verdammt, ihr habt sowas von recht. Gut, alles klar. Mir fehlt immer noch die allerletzte Gebetsperle. Und dann habe ich alle 10 Ketten. Leichter Geldbeutel. Das sind auch nur Heuschrecken hier. Witzig. Ja, zwischen den Gebäuden muss ich auch noch unter den Säulen durch. Ja, das mache ich, glaube ich, als erstes, bevor ich hier oben rumlungere. Das ist übel hier in der Vanilla-Version. Diese ganzen Kämpfer, die hier, also das freizuräumen, leer zu räumen, die Grüppchen auseinanderzuziehen, anstrengend. Kontaktmedizin. Wer wird hier als Shichiman-Ersatz warten? Es sind echt viele Minibosse hier, es ist unglaublich. Oh nein. Schlangeneingeweide. Das ist der erste Teil von 2 für das geheime Ende. Oh, 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 oh. Wow, wow, wow. Okay, Moment. Das, stopp. Das ist ein bisschen zu viel auf einmal.
Jetzt können wir kämpfen. So. Während ich hier von zwei Seiten unter Beschlag komme. Ich war hinter der Säule, ne? Explosion trotzdem. Gut. Yes. So räumt man auf. Oh. Wenn ich schon mal hier bin. Sorry. Das war ein bisschen heftig, ich weiß. Wo bist du? Da bist du. Ja, ist ganz schön. Jetzt wisst ihr, was ich meine mit dem Aufräumen hier. Es ist nicht einfacher geworden hier durch das Durcheinanderwürfeln. Haben sie ein paar fette Gestalten hingestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt, den so knapp hinter ihm auf den Boden zu springen und dann zu backstabben. Das hat mich jetzt überrascht, dass das tatsächlich so geklappt hat, wie ich das wollte. So, also jetzt hier unten weitermachen. Jetzt ist auch mal wieder Ruhe eingekehrt hier. Da vorne ist jetzt zwischen den Säulen. Das hatte ich eingesammelt, glaube ich. Ja, okay, dann weiter. Nur noch zu dem großen Baum. Und der Shichiman eben. Der wartet da hinten links. Hier haben sich alle Heuschrecken versammelt. Scheinbar. Hügelchen. Dann über uns dann noch. Aha. Das machen wir wie ein echter Shinobi. Okay, dann können wir jetzt nach oben und gucken von oben, wer... Oh, da ist ja doch noch ein Item. Ah. Wen wir da als Shichiman-Ersatz finden und vielleicht können wir ihn ja von oben assassinieren. Das ging jetzt gut, gut voran, muss ich sagen. Tatsächlich. Ah. Wahnsinn. Wie viel hier. Hey, ich seh nix. Das passt so super zusammen, ihr zwei. Staggern mich abwechselnd. Nahkämpfer, Fernkämpfer. Schlimm. Wertvoller Köder. Gegenmittelpuder. Okay. Und jetzt können wir aber hier... Ist hier nicht normalerweise der Grapple Point? Und bevor ich jetzt darüber gehe, mache ich erst das kurz mit dem Mini-Boss auf der Brücke oder auf dem Baum.
Schwerer Geldbeutel. Wir haben wieder einiges an Geld gesammelt, das freut mich. Weil das kostet jetzt demnächst ziemlich viel Geld, die Upgrades. Oh, hi. Hey, hey. Das war jetzt genau die falsche Entscheidung. Ey, brutal. Fast vom vierten Level ab. Ich wollte jetzt echt unbedingt nicht sterben. Das wäre sehr lästig gewesen. Ihr habt gute Ohren, ne? Give me a sec. Das muss ich nicht aufräumen da vorne. Aber ich will es mal ausprobieren. Der Mönch sagt auch so, puff, mir egal. So habe ich jetzt wenigstens meinen vierten Level ab. Bleib! Oh, jetzt dieses Zurückspringen. Und dann wieder dieses Vorstürmen. Oh. Die kosten wirklich viele meiner Nerven. Ah, das ist ein Purple Ninja. Das wird jetzt ganz schön absturzgefährdend werden, vermutlich. Es sei denn, ich schaff's mich an ihn ranzupirschen. Mal ein Stück zurück. Hier ist mehr Platz. Nicht runterfallen. Echt eng hier, wenn man da, also wenn man keinen Platz hat zu manövrieren, ist das echt knifflig, gegen die Burschen zu kämpfen. Wahnsinn. Leichter Geldbeutel. Okay, jetzt hier auf den Ast springen, ohne runterzufallen. Kügelchen. Wunderbar. Komm mal hier wieder hoch. Oh. Nice. Alles klar, sehr gut. Komm mal hier wieder rüber. Oh, runtergefallen. Egal. Wir müssen eh. Shichimen.
Ach, hier ist ja auch alles wieder refreshed. Oh, Schlangenauge. Okay. Das ist ein fieses Geheimnis hier, finde ich, dass man hier entlang kann. Dass hier oben eine Höhle ist. Aber jetzt können wir unsere Schatzkarpfen loswerden. Schuppen. Hey, Doc. Äffchen verschwindet im... So. Gibt's ja nicht Items? Nee, ne? Nur ihr. Nur er hier. Voilà. Oh, da ist sie. Jetzt haben wir beide und können das geheime Ende. Hey. Ich weiß, dass es zerbrechen wird. Tut mir leid. Da war so ein blöder Baum. Spricht er nicht mehr mit mir? Gut, Reisen. Inneres Heiligtum. In einer Episode beide Schlangeneingeweide gefunden zu haben. Nice. Miko no Shinobi yo. Da haben wir sie. Oh, na. Habe ich die eigentlich schon mal, die gefrorene Träne? Hatte ich die schon? Ich glaube ja, ne? Göttliche Drachentränen? Nee. Die gefrorene habe ich nicht. Ah. Mist. Reisen. Palast der Urquelle. Und dann machen wir hier weiter. Ich muss noch den nächsten Miniboss umhauen. Schlangenauge, die nicht allein ist. Wo kommst du her? Komm ich da wieder hoch? Oh, nee, da hab ich mich verguckt. Auch nicht schlecht. Der letzte Schlag.
Himmel. Handvoll Asche, ein Item, leichter Geldbeutel. Gut, dann können wir jetzt durch die Höhle. Ich glaube, wir haben alles. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gedacht, dass ich alles habe. Ja, Theo, komm mal her. Muss auch mal wieder Hallo sagen. Warst schon lange nicht mehr online, hä? Uiuiui, da haben wir die kleine Furzkugel. Ja. Ja, dauermüde, ne? Uff. Dann leg dich mal hin hier auf meinen Schoß. Mach's dir bequem. Jawohl. Aber nicht pupsen. So. Erschwerte Bedingungen. Deinen 10 Kilo Mobs auf dem Schoß. Wo ist? In der Höhle hier liegen auch noch Items. 1, 2, ich weiß. Hey, what? Ja, das, jetzt kannst du wüten, wie du willst. Das ist mir wurscht. So. Und das nächste fiese Geheimnis, wie man zum Fischfütterer kommt. Finde ich echt übel. Ist kaum zu sehen. Knackig. Yashariguz-Konfekt. So, nehme ich hier aufs Dach. Dann darüber, das ist echt, also, hui. Das ist echt so ein knapper Sprung. Bloß nicht zwischen die Schluchten fallen, weil sonst kann man den ganzen Weg nochmal machen. Nicht cool. Ist hier hinten nicht sicher. Oh doch. Knallquecksilber. Dann hier auf der kaputten Brücke. Mibu-Eigentum-Ballon. So, aktivieren, dann kann man endlich sich hin teleportieren, wenn man möchte. Ah, ich habe 5 Level-Ups. Da können wir jetzt endlich, glaube ich, mal hier ein bisschen was machen.
Zwei Punkte kann ich nirgendwo verballern, ne? Nö. Brauche wieder drei für die nächsten Baumverästelungen. Erst zweimal. Nom, 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 nom. Nom, nom. Dann rasten wir. Jetzt kriegen wir eine Belohnung. Wow. Sehr schön. Okay. Das war krass. Muss ich nochmal mit dir sprechen? In Maßen. Ja, ich gebe ihm jetzt nur noch einen Köder. Seinen letzten. Du wirst jetzt gleich sehr traurig sein und ich auch. Haha, wo seid ihr? Oh. Der Herr ist verstorben. Endlich, endlich. Meine Pflicht ist getan. Ich bin dankbar. Schwarzes Schießpulver. Ich frage mich nur, wie man da auf die Idee kommen soll, dann jetzt nochmal in den Bereich des Wächteraffens zu gehen, weil dort jetzt nämlich dieser riesengroße Karpfen liegt. Ich weiß nicht, wie man da drauf kommen soll. Da kriegt man normalerweise diese Bartel von ihm. Löschpuder. Stecken wir gleich mal die Angriffskraft oder die Erinnerung in Angriffskraft. Und jetzt können wir noch die Höhle. Es ist Wurst vom Wo. Dann ist, glaube ich, Palast der Urquelle durch. Eine komplette Stunde dafür gebraucht. Sagt sie eigentlich nochmal was zu dem Thema? Ist sie überhaupt noch? Nee, die ist ja oben gewesen, stimmt. Die schlägt da ja alle zu Brei. Einzige. Kidding me? Wirklich? Ah, doch nicht. Das wäre verschenktes Potenzial. Akkus Konfekt. Aber das war's jetzt. Ja, okay. Ich will nicht ins Reliktmenü, ich will ins Inventar und die Heimkehrfigur. Letzte besuchte Figur. Und von dort aus jetzt nur noch der Weg hoch zum göttlichen Drachen. Unheilvoll eingeläutet durch Blitzeinschläge, was schon ganz, ganz furchteinflößend ist, aber garantiert auf dem Klingengipfel im Elden Ring DLC von Bale definitiv getoppt worden ist. In Sachen. Ja, viel Spaß. Komm mal zu mir. Ist bestimmt gar nicht schlimm bei mir. Sturm, rotes Licht, Blitzeinschläge, alles fliegt durch die Gegend. Wahnsinn. So. Ah.
Alles klar. Die letzten Züge hier. Kügelchen. Na, komm, so, brav. Ich will auf den Baum, bitte. Da. Swoosh. Ja, da bist du schon gebührend empfangen. Ist schon ziemlich cool hier. Hier liegt doch auch noch mal irgendwo was. Da. Sie haben ja auch das ganze Gebiet mit Rastpunkten überschüttet. Alle paar Meter so ein Ding hier. Alles klar. Dann haben wir den Palast der Urquelle geschafft. Und in der nächsten Episode können wir uns dann angucken, wer denn da wartet. Anstelle des göttlichen Drachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich würde mich sehr einen Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal hier in Sekiro, dem Item, Enemy und Boss Randomizer. Bye, bye. Und macht's gut.